Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Star Wars: The Old Republic. Es geht weiter. Wir sind hier vor dem Senatsgebäude. Mir ist gar nicht aufgefallen, dass das hier alles weg ist. Der ganze Raumhafen ist weg. So, die ganzen Typen haben wir schon wiederbelebt. Können wir auch nicht mehr, gut. Ach verdammt, jetzt habe ich vergessen, meine Sachen wieder anzuziehen. Ich habe mir jetzt mittlerweile mal die Dünenpirscher-Rüstung gekauft. Ich glaube, die Unterkörperrüstung war in der letzten Folge dran. Ich habe mir jetzt die Unterkörper- und die Oberkörperrüstung gekauft. 30.000 kostet das sind 15.000. Dann wollte ich noch den Rest kaufen. Der Helm einzeln kostet irgendwie 200.000. Und wenn ich die ganze Kiste hier, Ergänzungskörperrüstung, kaufen möchte, die war, glaube ich, 300.000. Die haben echt einen Vogel. Ich meine, so doll sieht es nicht aus. Der Helm sieht so ein bisschen aus wie von den Sandleuten, der Helm. Aber ansonsten, naja. Was mache ich jetzt mit der Rüstung? Jetzt habe ich hier vier Sachen, die gebunden sind. Und das andere, es war mir einfach zu teuer. Ich will es auch nicht kaufen. Ich habe jetzt hier ganz viele Pakete aufgemacht. Ja. Nirgendwo war die Rüstung drin. Ich habe jetzt nochmal. Was war das? Irgendwie Deko hatte ich auch drin gehabt. Kann ich gleich nochmal zeigen. Erstmal anziehen hier. Ja. Stimmt, glaube ich, so, ne? Dann nochmal Waffen. Ich glaube, eine Deckkiste war da drin. Beschädigte Frachtkiste. Ja, wow. Also, da kann man seine Gildenfestung ja wirklich. Oder seine eigene Festung kann man ja wirklich zu so einer ramponierten Festung machen. Mit den kaputten Kisten hier. Mit den Sandsackbarrikaden aus der letzten Folge. Wenn man Sandsackbarrikade. Ah, da war da auch noch was anderes. Da war ja noch eine andere Barrikade, die hat, glaube ich, selber gebraucht, ne? Egal. Ich mach jetzt erstmal alle auf, die ich hier hatte. Ein beschädigtes Geschütz. Das. Krass, kannst du ein Kriegsgebiet draus machen. Noteingriffstruide, hey. Den werde ich mir schön aufstellen. Ja, super, den kann man wieder nicht für die Festung freikaufen, für die Gildenfestung. Weil bei einigen Gegenständen, wenn man hier so raufklickt, dann ist da drunter für die Gildenfest oder für die Gilde freikaufen. Es geht jetzt hier bei gar keinem, ne? Ach, Personal wahrscheinlich. Ja gut, man muss es auch haben. Also den hätte ich, aber geht nicht. Naja. Und wie man das Freikaufen machen kann, habe ich mir das auch erklären lassen. Man muss einfach nur U drücken, dann geht man hier auf Privat. Hoppla. Und dann kann man sich die Dinger hier durchgucken. Je nach Kategorie und was man hat und bla. Und dann hier für Gilde freikaufen. Die Sachen, die kosten dann von 25.000 bis 75.000, war das teuerste, was ich so gesehen hatte. Joa. Ich möchte gar nicht kämpfen, ich möchte einfach durchschleichen. Ja und? Kann ich was dafür? Da bin ich doch nicht schuld, dass ihr alles verloren habt. Dann müsst ihr es wieder suchen. Also wirklich, wie kann man denn alles verlieren? Ich verliere ab und zu mal meinen Schlüssel. Verstand, den habe ich erst einmal verloren. Und nie wiedergefunden. Ach du Scheiße. Ah, haut ab, ihr doofen Jedis, haut ab. Tschüss, Jedis. Das war der Beweis. Jedis können nicht fliegen. Ach, guck mal, da ist ein Taxi. Hier so ein Dingsbums. Da hinten. Ach, die. Es fahren hier normalerweise lang? Warum fahren sie jetzt nicht? Kein Sprit mehr, aber dann dürften sie auch nicht an der Luft rumschwirren. So viele Fehler hier. Ah, oh, das macht doch keinen Sinn. War hier auch noch Deko? Oh yeah, geil, das Teil. Kann das Ding was?
steht nichts Besonderes bei. Einfach nur an die Wand klatschen. Umgebungsmaschine Casino. Hä? 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 Was soll denn das sein? Umgebungsmaschine? Das muss ich mir, glaube ich, noch echt mal angucken. Ja, zumindest ein bisschen Deko jetzt hier. Ich habe jetzt mal in der Sammlung nachgeguckt. Ich habe schon 24% von dieser Kiste oder überhaupt von allen Allianz-Paketen. Ist ja bis jetzt das erste, was da ist. Das ist echt krass. Also ich habe mir jetzt hier von der letzten Folge die Überwachungsschild-Rüstung freigekauft. Also gekauft, die ganzen Teile. Jedes Set war irgendwie 4.500. Da zahlt man ja nicht mal 15.000 für die komplette Rüstung. Und das Überwachungsschild und das andere Überwachungssicherheitsrüstung oder wie das da war. Da bin ich auch ein bisschen durcheinander gekommen. Ich glaube, ich hatte in der letzten Folge nämlich beides, habe mich dann aber verlesen. Und vorhin, als ich die gekauft habe, habe ich dann zufällig, habe ich mich auch ein bisschen verkauft, naja. Und da haben wir jetzt wieder diese doofe Rüstung drin. Also wer eine Überwachungsschild-Oberkörperrüstung braucht, der muss das nur sagen. Davon habe ich mittlerweile genug. Ich habe sogar noch einige über. Also ich habe ja irgendwie mehrere Stück gekauft für 4.500 Credits. Verschenke ich alles. Also wenn da irgendwie einige Leute zwei, dreimal was schreiben, also wenn das Kommentar zweimal bis dreimal ist, dass die Rüstung haben wollen, beziehungsweise ist ja nur die Unterkörperrüstung, dann verschicke ich das dann auch mehrmals. Ach nee, hier, Oberkörper. Hm. Hilfskörperrüstung Ulgo-Staatsmann. Achso, das war vom Archon-Paket. Das hatte ich, das brauche ich selber. Ah, das ist echt, man müllt sich hier zu. Und auch, die Deko, ey. Ich glaube, Deko verschenke ich gar nicht mehr, weil das... Eine Minas Hornisse. Den hatte ich schon. Und zwar, ich kann den jetzt nicht zeigen. Achso, habe ich beim letzten Mal schon gehabt, glaube ich, ne? Genau, das ist der hier. Der sogar aufklappen kann. Der hat sogar eine Spektakelfunktion. Die Spektakeltaste ist mit STRG plus Z. Ich glaube, wenn man STRG und S macht, mache ich mal kurz, dann geht, glaube ich, der Sound aus. Ja. Und STRG und U. War das Interface wegmachen? Hallo? Nein, komm zurück. Scheiße. Wie waren das noch? Alt und Y? Scheiße. Ah, hätte ich nicht zeigen sollen. Drück das bloß nicht. Moment, war da was gerade? Nee, ich muss Spiel neu starten. Scheiße. Drück bloß nicht STRG und U. So, da bin ich wieder und jetzt darf ich mich da wieder durchkämpfen. Geile Scheiße. Drückt niemals STG und U. Denn es wird wahrscheinlich nicht rückgängig gemacht werden können. So, aber erstmal hier, ich will alle Pakete aufmachen. Alle. Ich will sie alle. Jetzt kann ich den Gleiter auch nicht zeigen, aber ich glaube, der ist eh nicht doll, ne? Ja, hier der Orleon, den gibt es auch in so vielen verschiedenen Möglichkeiten. Den gab es auch einmal hier so mit grün und so einem kleinen Credit-Zeichen. Wenn man aufsteigt, dann sind so hinten so eine Credit-Wolken oder so. Da muss man auch an einem speziellen Tag Abonnent sein. Und an dem Tag war ich auch wieder nicht Abonnent. Ey, die ganzen Sachen kriege ich nicht mit. Genauso wie die Vorbesteller von dem Rise of the Hutt-Kartell. Da hat man ja Dr. Orolup, wie er heißt, hat man ja bekommen als Ausbilderstatue. Hätte ich auch gebrauchen können. Und später habe ich mir das Spiel trotzdem gekauft für den gleichen Preis, weil ich habe so gedacht, ja gut, Vorbesteller zahlen ein bisschen mehr, haben die Statue und dann irgendwie ein paar Monate später ist es dann sowieso ein bisschen billiger, beziehungsweise dann noch viel später ist es dann komplett umsonst. Ja, das mit komplett umsonst war auch so, aber einige Monate später war es nicht so, dass es dann billiger war. Aber egal. Was, Imperium? Ach, das sind hier gemischte? War da auch ein Sith-Ball? Hier sind alles Jedis hier. Warum jammern die denn, dass das Imperium in Trümmern liegt? Ich glaube, das ist irgendwie falsche Sprachausgabe, weil normalerweise müssen die sagen, wegen euch liegt die Republik in Trümmern. Komm schon. Frontverteidiger Oberkörperrüstung. Ich mache jetzt erstmal mehrmals auf. Oh Gott, ist der hässlich. Sieht aus wie so ein... Sag schnell, das ist so ein Drohnenbonbon hier.
Oder so eine komische Pille, wovon du total high bist. Und der Gleiter kann nichts. Komm jetzt hier, Hyperkiste, machen wir weg. So viele Pakete dürften noch nicht mehr drin sein. 4 Stück, wow. Also die letzten 3 Folgen, das waren 7 Millionen Credits. Großer Trümmerhaufen, ah, das ist doch schön. Für die Festung. Do it, do it. Oberkörperrüstung, das. Ja, das ist alles so schön hier. Das mit den Rüstungen, da muss ich ja selber aufpassen. Oberkörperrüstungen sind eh wertvoll und ich will die, wie gesagt, alle freischalten. War hier nicht noch eins? Zwei habe ich sogar noch. Mist. Was haben wir jetzt eigentlich für diese Folge? Einmal hatten wir noch. Ich sehe hier selber nicht mehr durch. Ach, hier das, ne? Ne, 8 Stunden. Falsch. Was hier oben drin? Ein Tag da. Also einmal Überwachungsschild Oberkörperrüstung. Wer die haben möchte, kann er sagen. Das beschädigte Geschütz. Ja. Ach ja, genau, und den Gleiter hier, den gibt es jetzt mittlerweile schon zweimal, sehr schön. Ich weiß nicht, ob der viel wert ist, aber wer den hier haben möchte, 2 Leute haben das Glück. Da, letzte Kiste. Ah ne, da sind ja auch noch. Jukebox, galaktische Mysterien, hey, cool. Das wären jetzt, glaube ich, schon die dritte oder vierte Jukebox, die es gibt. Galaktische Klassiker, galaktische. Wenn man da ist, ist ja schon. Ne, Umgebungsmaschine da. Jukebox. Oh, 4 gibt es sogar schon. 5. Ach du Scheiße. Ja, die Jukeboxen, die sind immer sehr beliebt. Schon wieder. Ah, hier, wer noch eine beschädigte Frachtkiste haben möchte, die braucht man unbedingt in seiner Festung. Wer will nicht in einem Schrotthaufen leben? Gedenkstatue von Teron Shan. Hey. Jetzt habe ich schon die Gedenkstatue von Shae Vizsla. Ich glaube, von Darth Malgus gibt es die auch. Ja. Die hatte ich mir aber gekauft. Revan gibt es auch. Satele Shan. Hey, cool. Müsste ich mir ja das auch noch kaufen. Moment mal. Also, hört mal auf zu schießen hier. Bescheuert, ich bin hier mit dem Kisten auspacken. Blöd, Mann. Ja, vor allem pullt er gleich die anderen mit hier. Der eine patrouilliert und alle drei greifen mich jetzt an hier. Ich will jetzt nämlich hier was ausprobieren. Komm, stirb jetzt weg. Komm, hau ab. Weil ich hab die ja noch nicht aufgemacht, die Kiste. Normalerweise muss man die Dingsbums ja. Ach nee. Tiron Shan, nee, alles klar. Ich bin einfach zu müde. Ich habe jetzt gedacht, ich kann jetzt die Tiron-Shan-Statue freikaufen, obwohl die noch in der Kiste ist, aber ist nicht so. Also muss ich jetzt aktivieren. Und die kann man. Ach so, die ist noch nicht aktualisiert. Vielleicht kann man sie kaufen, ist auch egal. Ja, wenn ich jetzt noch die von Satele-Shan hätte, dann könnte ich die beiden Geschwister. Waren noch Geschwister, ne? Oder? Könnte man sie nebeneinander stellen. Noch mehr Jedis, dann haut doch ab. Haut ab, ihr scheiß Jedis. Oh, fuck, fuck. Steht eh da so doof rum. Achso, jetzt muss ich gegen General Garza kämpfen. Das will ich aber noch nicht, denn ich will noch Kisten weiter öffnen. Habe ich noch weiter? Nö. Gut, das war's dann. General Garza wollte ich sowieso immer fertig machen. Mit dem dicken Arsch. Ich glaube, hier ist auch ein ziemlich. Ich weiß nicht, welche Körperbau ist denn das? Das ist, glaube ich, auch ein spezieller, so wie bei Malgus, ne? Mit den Frauen kenne ich mich nicht aus. Ich habe nicht viele weibliche Charaktere. Ich habe einmal irgendwie so eine ganz kleine, zierliche. Und dann habe ich dann die Körperbaustufe 4. Die hat einen dickeren Po als sie jetzt. Aber ist eigentlich trotzdem noch ziemlich schlank, sag ich mal. Ihr kanntet sie nicht.
Sie verdiente den Tod. Sehe ich die Zukunft? Nein. Sie hat schwere Entscheidungen getroffen, aber sie sorgte sich um ihre Leute. Seid ihr immer noch ihr Schoßhund? So sei es. Oh mein Gott, ich bin tot. Und ich habe nichts gemacht. Ja. Wo immer wir sind. Ich weiß es natürlich. Ich war hier schon dreimal. Da steht ja auch unten rechts. Ich weiß nicht, was es mit diesen Valkorion immer soll, dass er... Valkorion ist dagegen, Valkorion stimmt zu. Kann man den später als Gefährten haben oder was soll das bringen, die Zuneigung? Oder bringt auch nichts. Oder hat das irgendwelche Auswirkungen? Wie bei diesen Telltale Games. Zum Beispiel, oh Gott, wie hieß denn das? Mit den Zombies da? Das war eigentlich nur so ein Spiel, da konnte man ab und zu irgendwo klicken, was untersuchen und dann war es eigentlich wie so ein Film, der ablief. Man konnte dann irgendwann irgendwelche Entscheidungen treffen, die dann Einfluss auf das Spiel hatten. Oder auf den weiteren Verlauf des Films sozusagen. Es war ja kein Spiel, das man wirklich interaktiv spielen konnte, sondern man hatte halt nur die Entscheidungsmöglichkeiten. Und da haben sich dann Leute auch wirklich was gemerkt und dann hat das dann Auswirkungen auf den späteren Verlauf gehabt. Und ob das jetzt hier genauso ist... Weiß ich nicht. Die Welt, auf der sich alles veränderte. Für mich, für euch, für die Galaxis. Ihr habt hier jedes lebende Wesen getötet. Sie starben und öffneten meine Augen für die Wahrheit. Ich bin dem Griff des Todes lange entronnen. Ich finde es doof, dass er den Mund nicht aufmacht. Ist immer noch ein Bauchredner. Ich weiß nicht, da weiß man jetzt nicht, ob das so gewollt ist von den Leuten, dass er irgendwie per Gedanken mit einem reden soll, oder ob die doofen Entwickler einfach zu doof waren, da so ein Mundgestell dahin zu machen, dass er Polygone sich bewegen, dass der Mund auf und zu geht. Das ist eine Lüge. Ihr habt meine Aufmerksamkeit. Ich will eure Wahrheit auch sehen. Alles stirbt, selbst ihr. Unser Fleisch ist nicht das, was wir sind. Stimmen, Hände, Kinder. Ich brauche diese einfachen Mittel nicht mehr. Ich bin endlich wirklich frei. Ihr seid ein grausamer Wahnsinniger. Na, wenigstens einer von uns. Was wollt ihr? Eure Freiheit hat Millionen Unschuldigen das Leben gekostet. Ihr seid nicht mehr als ein Monster. Ich bin ein Teil von euch. Und zwar mehr denn je. Ich habe alles getan, was ich konnte, um euer Leben zu bewahren. Warum solltet ihr das tun? Ihr seid ein Teil von mir, den ich erhalten möchte. Ich brauche eure Hilfe nicht. Teilt eure Macht mit mir. Gibt es nicht eigentlich noch irgendwie gute und böse Seitepunkte? Ich komme allein mit diesem Schlackehaufen zurecht. Dann zeigt es mir. Alter, da kann ich mal stehen. So, das wäre der große Monolith. Oh, ich muss hier weg. War nicht so gut. Ein Stückchen weitergehen müssen. Das ist schon fast rot hier. Hat er gar keine Energie. Kann er gar nichts ab. Sonne, Lusche.
Vor allem, wenn man auf Zeus den Monolithen angreift, der hat ein bisschen mehr Energie. Ich glaube, 800.000 Energie. Sollte man aufpassen. Ihr seid der Einzige, der es je mit meinem Überlebenswillen aufnehmen konnte. Ich will das Ende des Krieges erleben. Wir haben nichts gemeinsam. Lasst mich in Ruhe. Es geht nicht ums Überleben. Ich muss einen Krieg gewinnen. Nein, der ist schon lange vorbei. So, die Frage ist jetzt, wie lange habe ich aufgenommen? Ich weiß es nicht. Ich glaube, nach der Videosequenz mache ich dann wieder ein Folgenende. Oh ja, hier mit den Updates, die Folgen bestehen nur aus Videosequenzen, das ist krass. Es überrascht mich, dass ihr Familie habt. Sie folgen eurem Beispiel. Wo ist ihre Mutter? Kümmert sich eure Frau denn gar nicht um sie? Ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe sie gehen lassen. Meine Vergangenheit hinter mir zu lassen, brachte mir Freuden ein, die ich mir vorher verweigert hatte. Ich habe auch Saku die Liebe erlebt. Wer weiß, vielleicht findet ihr sie auch. Ihr wisst nicht, was Liebe ist. Ich habe die Liebe schon gefunden. Liebe interessiert mich nicht. Das Schlimme ist ja, Lara Dorn ist ja jetzt weg, ne? Ich habe jetzt mal bei meinen Gefährten geguckt. Ich kann jetzt nur noch die Gefährten Treak und HK51 holen. Alle anderen sind weg. Ich habe mein Leben jemandem gewidmet. Eure Kinder haben uns auseinandergerissen. Und doch konntet ihr wieder zusammenfinden. Wir müssen uns um meine fehlgeleiteten Kinder kümmern, bevor sie alles verlieren. Darum seid ihr also bei mir. Sakul muss mit ihnen fallen. Ich töte sie. Ich wusste doch, dass ihr etwas wollt. Alleine könnt ihr sie nicht aufhalten. Sie sind tödlich. Und was schlimmer ist, es mangelt ihnen an Disziplin. Unterschätzt sie nicht. Wir müssen zusammenarbeiten, um eine Chance zu haben, den von ihnen verursachten Schaden zu beheben. Also wenn er unsterblich ist, warum muss ich denn ihm helfen? Eure Tochter kann mich sehen. Wailin war schon immer mein Liebling. Was ist los? Interessant. Wailin, ich brauche eure Hilfe. Sie hat Geheimnisse vor ihm. Nein, das ist nur eine Illusion. Lady, wenn ihr mich hören könnt, ich muss sofort aus dem Karbonit. Wir werden beide wiedergeboren. Wacht auf, wir müssen los. Ja, dann sage ich erstmal bis zum nächsten Mal, euer Commander Peace. Peace out.